Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video gibt es mal ein etwas anderes Thema. Meist ist ja oft bekannt, dass kleinere oder bisschen größere YouTuber ja ihre Zuschauer, sag ich mal, verarschen und ihnen irgendeinen Scheiß aufs Brot schmieren und damit halt gut Klicks und Abos machen. Bei kleineren wird das oft genutzt, damit sie schön Abos generieren und Reichweite, aber bei den YouTubern, die ich euch zeigen werde, ist es komplett umgedreht. Ich zeige euch Millionen Abonnenten schwere Kanäle, die ihre Zuschauer verarschen. Das Schlimme ist, dass es nicht im deutschen, im spanischen, französischen, sondern im englischen oder amerikanischen Raum ist, wo es am meisten Reichweite gibt. Das bedeutet, die verarschen so viele Leute, wie sie nur können, um an ihre Zahlen zu kommen. Der erste Kanal hat 4,06 Millionen Abonnenten und vielleicht kennt der eine oder andere den Kanal, und zwar Ghost Ninja. Der zweite Kanal ist Friendly Machine, den kennen vielleicht nicht so viele wie Ghost Ninja. Jedoch, wie kommen die beiden eigentlich darauf, ihre Zuschauer zu verarschen? Könnte vielleicht an den Klicks liegen. Schon ein bisschen traurig, wenn ein 4 Millionen Abo YouTuber 7,2 Millionen Klicks im Monat macht, während ein 1,3 Millionen Abo YouTuber 8,5 Millionen macht und ein deutscher YouTuber macht... Also ich habe da einen gefunden, der hat ca. 1,8 Millionen Abos und macht so 35 Millionen Views im Monat. Also irgendwas scheint da ziemlich falsch zu laufen. Und wenn halt mal die Klicks nicht laufen, muss mal ein bisschen Fake-Müll her. Bei Ghost Ninja sieht das Ganze so aus, wir bekommen kostenlose Items und die müssen wir uns schnell abholen, bevor die Season 2 losgeht. Dann erhalten wir noch V-Bucks, 25.000 V-Bucks für jeden Fortnite-Spieler, wenn ihr genau diesen Code eingibt. Und es gibt einen geheimen Winterfest-Skin, den habe ich irgendwie verpasst? Recon Expert, warum hast du mir denn diesen Skin nicht geschenkt? Komisch, dass ich den gar nicht bekommen habe. Bei Friendly Machine sieht das jetzt ja nicht gerade besser aus. Fortnite x Pokémon. Super, dann haben wir Valentins-Events, wo es auch natürlich wieder kostenlose Sachen gibt, obwohl es dieses Jahr überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und dann haben wir Fortnite Season 2 Battle Pass geleakt. Komischerweise hatten wir vor dem Start der Season 2, jetzt wo die Trailer von der Season 2 rausgekommen sind, noch überhaupt gar keine Leaks vom Battle Pass. Die kamen erst kurz bevor die Server ongingen, so circa eine Stunde davor, nach den Trailern online. Komisch, wo er wohl die Sachen hat. Und wusstet ihr, dass jeder den weiblichen Iconic für jeden Spieler freischalten kann? So wie diesen super Schlürf-Monster-Keine-Ahnung-Virus-Skin. Das Traurige ist, hier kann man sich nicht mal auf die Reichweite verlassen, weil die haben Millionen Abonnenten und laden trotzdem den kompletten Müll und Fake hoch. Deshalb merkt euch Leute, umso mehr Abonnenten, desto schöner wird nicht der Content. Manchmal wird er auch immer schlimmer und es geht echt nur in die Fake. Also merkt euch Leute, umso mehr Abonnenten ein YouTuber hat, umso besser ist er nicht. Das heißt, er kann trotzdem so viel Fake-Müll hochladen wie Ghost Ninja oder Friendly Machine. Das Ganze funktioniert im deutschsprachigen Raum leider auch. Deswegen passt auf euch auf und glaubt nicht jeden Müll. Hinterfragt alles, schaut euch die Videos am besten erst gar nicht an, wenn ihr nirgendwo was davon seht, weil diese Infos, die sind so warm und so heiß, die hat nur dieser Inhaber vom Kanal. Niemand anderes auf YouTube hat die, nur dieser. Und wenn ihr nur eine Quelle habt, ist es meist eine Fake-Quelle. Ich würde sagen, das war's vom kleinen, aber feinen Video. Passt echt auf, was ihr im Internet so seht. Und vor allen Dingen bei Fortnite, da gibt's echt viel Müll. Einfach nur irgendwas drüber klatschen. Hier habe ich auch kurz mal erstellt. Das gibt's eigentlich gibt's das nicht. Aber nur für euch packe ich das ins Spiel. Habe ich extra an Fortnite gesendet. Ihr kriegt das ins Spiel. Ist das nicht unglaublich? Einfach den Creator-Code der Teddy Bayer in den Item-Shop eingeben und schon klappt. Das kriegt ihr noch 5000 V-Bucks oben drauf. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns übermorgen 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.